In diesem Beispiel sind zwei Scheiben durch eine Stange verbunden. Die Scheibe D hier unten hat eine gegebene Winkelgeschwindigkeit Omega D um ihre Aufhängeachse. Zu bestimmen ist die Winkelgeschwindigkeit der zweiten Scheibe A für die Winkellage Theta ist gleich Theta 1. Zuerst einmal die Scheibe D angeschrieben. Wir kennen ja von der Scheibe D alles. Deswegen schauen wir die einmal an und rechnen wir einmal aus, mit welcher Geschwindigkeit sich dieser Stangenpunkt C da bewegt. Dann kann man die Stange anschauen, dann wissen wir die Geschwindigkeit von dem Punkt B da oben und da steckt natürlich auch das Omega A dann schon implizit drinnen. Mit dem kann man dann direkt das Omega A ausrechnen. Ich mache jetzt das Koordinatensystem in die Scheibe rein, XY. Wichtig ist sowieso nur, wo der Punkt da oben geometrisch liegt, nämlich dieser Punkt C hier, der die Geschwindigkeit Vc haben muss. Und das Rotationszentrum für die Scheibe ist natürlich der Schwerpunkt, also der Mittelpunkt, dort was aufgehängt ist. Damit braucht man den gelb-braunen Vektor da, den ich Rd genannt habe. Und da ist der Winkel Gamma. Das heißt, wir haben in Y-Richtung Cosinus Gamma, in X-Richtung Minus Sinus Gamma. Können also den Rd-Vektor einmal hinschreiben. Das Betrag Rd, nämlich Scheibendurchmesser der Scheibe D, Sinus Gamma in X-Richtung und plus Rd Cosinus Gamma in Y-Richtung und das Omega D als Vektor, das ist laut Angabe jetzt in die negative Drehrichtung fürs Koordinatensystem, ja, dann kriegt es halt in unserer Definition ebenfalls ein Minus Omega D in Z-Richtung wieder. Das sind die zwei Dinge, die man sofort weiß und aus dem kann man dann wieder unter Anwendung der gleichen Formel wie in den letzten beiden Beispielen sofort ausrechnen das Vc, nämlich wie? Was spielt da jetzt alles eine Rolle am Vc? Naja, die beiden Größen, oder? V, was ist das da? Vd, wenn es das Lager als d bezeichnen, ist ja 0. Also wieder nur Omega D kreuz Rd, Omega D haben wir hingeschrieben, das ist minus Omega D, Z kreuz minus Rd Sinus Gamma, X-Richtung plus Rd Cosinus Gamma in Y-Richtung. Damit haben wir wieder die schon vorher bekannten Kreuzprodukte, eins mit Plus, eins mit Minus. ZXY, das ist wieder das Zyklische, ich schreibe es schon nur mehr so her, dann ist es positiv. Also die beiden negativen Vorzeichen führen mit dem Kreuzprodukt zu einer positiven Y-Komponente. Dann schreibe ich die heute halt einmal zuerst her. Omega D, Rd Sinus Gamma. Und das Kreuzprodukt ZY führt zu einem Minus X und mit dem Minus Omega D dann wieder zu einer positiven X-Komponente. Omega D Rd Cosinus Gamma. Ja? Dann hat man auch verifiziert, dass sozusagen das Vc so zeigt, wie ich es eingezeichnet habe und wie es sinnvoll ist. Dann geht es weiter mit der Stange. Dann zeichnen wir uns die Stange jetzt extra hin und schauen wir, was an der Stange passiert. Jetzt haben wir hier schon bekannt, deswegen grün, C, B. Und ich habe halt gesagt, naja, gut, jetzt dreht halt Omega BC so herum. Dann ist nur notwendig, dass man diesen Vektor so herum einzeichnet, dass das also ein LBC-Vektor wird und VB wirkt so irgendwie. Egal, irgendwie wirkt es halt, das rechnen wir ja ohnehin aus. Was man allerdings schon machen kann, ist, nachdem es diesen Winkel Beta da oben gibt, kann man es gleich aufteilen in Komponenten, nämlich Vb Sinus Beta und Vb Cosinus Beta.
und das VC haben wir als Vektor ausgerechnet, braucht man nur mehr diese beiden Komponenten da. Wo haben wir den Winkel? Da haben wir den Winkel Theta. Das heißt LBC Cosinus Theta wieder und LBC Sinus Theta für X- und Y-Richtung. Und dann halt Vorzeichen richtig in den Vektor reinschreiben. Dann möchte man gerne VB wissen. Ich schreibe es jetzt wieder allgemein her, dass wir es ein paar Mal allgemein hingeschrieben haben und dann darf von Ihnen jemand ansagen, was ich da reinschreiben muss. Von VC einmal, ja. Omega DRD, nehme ich das X noch vor, Cosinus Gamma in X-Richtung und Omega DRD Sinus Gamma in Y-Richtung. Und das Kreuzprodukt, ja, das Kreuzprodukt rechne ich in einer Nebenrechnung da herüben jetzt gleich einmal aus, dann kann man es direkt einsetzen. Omega BC Kreuz LBC, Omega BC Betrag, das ist einfach, oder? Das dreht wieder um Z. Und zwar positiv haben wir es wieder gegen den Uhrzeigersinn eingezeichnet. Und was ist mit LBC? In positive, ja. Genau, und das ist negativ, genau, LBC Sinus Theta in Y, ja, genau, das rechnen wir aus, das liefert ein Omega BC LBC Sinus Theta in X-Richtung und Cosinus Theta in Y, ja, beides positiv, das heißt, wir haben in X- und Y-Komponenten. Dann haben wir vom VC das Omega DRD Cosinus Gamma, oder? In X-Richtung plus Omega BC LBC Sinus Theta. Das ist die X-Komponente. Und Omega DRD Sinus Gamma vom VC plus Omega BC LBC Cosinus Theta in Y-Richtung. Und dann schreibe ich links gleich das VB aufgetrennt hin, das haben wir ja da oben eingezeichnet, nämlich in die X-Richtung VB Sinus Beta, weil man Beta kennt, deswegen macht man das so, dann braucht man nur VB als Betrag ausrechnen, minus VB Cosinus Beta in Y-Richtung. So, jetzt haben wir hier unser Mastergleichungssystem, also zwei Gleichungen mit den zwei Unbekannten, VB und Omega BC, das andere kennen wir, können also daraus beide bestimmen. Also machen wir wieder einen Koeffizientenvergleich. VB Sinus Beta in die X-Richtung ist Omega DRD Cosinus Gamma plus Omega BC LBC Sinus Theta, erste Gleichung. Und in Y-Richtung minus VB Cosinus Beta ist Omega DRD Sinus Gamma plus Omega BC LBC Cosinus Theta. Zweite Gleichung. Die erste mit Cosinus Beta multiplizieren und dann addiert die zweite mit Sinus Beta, dann ist nämlich die linke Seite weg. Das ist die Idee. Dann hat man nur mehr Omega BC als Unbekannte drinnen. Also plus zweite Gleichung mit Sinus Beta multipliziert. Dann ist links, das schreibe ich gar nicht hin, sofort 0. VB Sinus Beta Cosinus Beta minus VB Cosinus Beta Sinus Beta. Und rechts bleibt Omega DRD Cosinus Gamma
Cosinus Beta plus Omega BC LBC Sinus Theta Cosinus Beta, das war die erste, plus die zweite Omega DRD Sinus Gamma Sinus Beta plus Omega BC LBC Cosinus Theta Sinus Beta. In Omega BC LBC Vorfaktoren und andere Omega DRD auf jeweils eine Seite gebracht. Da gibt es Sinus Theta Cosinus Beta und Cosinus Theta Sinus Beta ist gleich minus Omega DRD Cosinus Gamma Cosinus Beta plus Sinus Gamma Sinus Beta. So, das, was da rechts und links in den runden Klammern steht, sind Winkeladditionstheoreme, die es immer wieder brauchen werden. Nämlich das hier ist der berühmte Kokosisi. Das ist, wenn man es zusammenfasst, Cosinus Gamma minus Beta oder Cosinus Beta minus Gamma ist beide mal das Gleiche, weil wir ja wissen, dass der Cosinus symmetrisch ist. Damit ist es egal, in welcher Reihenfolge Sie die Winkel da drinnen subtrahieren voneinander. Sieht man auch daran, dass man da die Winkel ja vertauschen kann und das Gleiche rauskommt. Also ob es Cosinus Gamma, Cosinus Beta oder Cosinus Beta, Cosinus Gamma schreiben, ist das Gleiche. Also das ist Cosinus Gamma minus Beta. Und da drüben sieht man aufgrund der Struktur, dass das nur ein Beta plus Beta sein kann da drinnen. Und da muss ein Sinus rauskommen, weil das Ganze antisymmetrisch wird. Und damit kann man dann nämlich das Omega BC ausdrücken als minus Omega D RD durch LBC und Cosinus Gamma minus Beta durch Sinus Theta plus Beta. Jetzt, wenn man die Zahlenwerte einsetzt, dann kriegt man oben minus 15 Grad raus, also den Cosinus von minus 15 Grad und unten den Sinus von 105. Der Sinus von 105, also der Cosinus von minus 15 ist das gleiche wie der Cosinus von 15. Symmetrie. Und der Sinus von 105 um 90 Grad Phasen verschoben ist wieder ein Cosinus. Also wenn es die 105 um 90 Grad Phasen verschieben, haben es wieder die 15. Dann haben es Cosinus 15 Grad durch Cosinus 15 Grad und damit kommt da 1 raus für die gegebenen Zahlenwerte. Also ist unser Omega BC minus Omega D RD durch LBC. Und auch dafür gibt es Zahlenwerte, da kommt nämlich minus 0,75 Sekunde hoch minus 1 raus. Ja. Und aus der Gleichung 1 kann man dann das VB direkt bestimmen. Das ist Omega D RD Cosinus Gamma durch Cosinus Beta plus Omega BC LBC Sinus Theta durch Cosinus Beta. Und wenn man das hinreichend genau einsetzt, kommt da 0 raus. Und damit ist auch das Omega um A, Omega A ist ebenfalls 0. Weil Omega A ist natürlich betragsmäßig jetzt einfach angeschrieben, wenn es eh 0 ist, das VB durch den Radius der Scheibe.